ein sogenanntes Covid-Überbrückungskredit Bedingungsschreiben geschickt. Und das hat mich wieder dazu gebracht, wie arg das eigentlich ist. Da gibt es einen Menschen, der sich an mich gewendet hat und um etwas Anonymität ersucht hat. Und dem seine Bank hat ihm vorgeschlagen, dass er um 6,5% Zinsen und einen Haufen Sicherheiten einen Covid-Überbrückungskredit kriegt. So haben wir uns das alle miteinander nicht vorgestellt. Und das ist ein Beweis dafür, dass man schon ziemlich aufpassen muss, dass nicht allzu viel Blödsinn passiert. Soll ich dazu gleich Stellung nehmen zu deinem E-Mail oder wollen wir das nachher machen oder wie du machst? Ziemlich gleich, ja. Okay. Ziemlich gleich. Ich wollte nur ganz kurz einmal alle begrüßen. Wir haben jetzt einmal das relativ bundesweit beworben. Darum sind auch Menschen vom Vorarlberg über Graz bis Wien zugeschaltet, über die ich mich sehr freue. Da links unten bei mir die Sonja, schweigsam, aber mit Winken. Es ist total klasse, dass wir das schaffen, dass wir Dinge, die wir worldwide spreaden, österreichweit zusammenbringen. Das freut mich, dass die grüne Wirtschaft sich ein wenig entregionalisiert. Und ich wünsche uns jetzt einen guten Verlauf. Ich denke mal, wir werden eine Stunde maximal anhalb uns Zeit nehmen. Hoffe, dass die meisten Anliegen, die so hereinkommen, bearbeitet werden können. Wir werden versuchen, dass wir das einigermaßen gut koordinieren. Ich tu grüßen und winken und ich schaue, dass ich einigermaßen euch sehe. Und ansonsten bitte ich euch, die Klopffunktion im Chat auch zu nutzen. Da waren wer die Hand heben will und was sagen möchte, das ist allemal gescheiter, als wie reinzubrüllen. Als Experten haben wir die Sabine Jungwirth dabei, die sich seit 5 Wochen mittlerweile extrem intensiv beschäftigt mit dem, was auf Bundesebene in die Regelungen reinkommt, aber nicht Teil des Teams ist, sondern nur Teil der Ratgeber. Und wir haben die Verena Gutwirth dabei, Steuerberaterin aus Salzburg, die sich mittlerweile zur versierten Auskennerin entwickelt hat, die wirklich auf fast alles tolle Antworten liefert, zumindest kompetente Antworten. Ja, Sabine, es sind Monate, darum habe ich ja so angefangen, genau. Ich sage halt einmal, die Sabine soll vielleicht ein paar Kleinigkeiten, die ihr gerade jetzt durch den Sinn kommen, im Zug von dem, was ab Montag bevorsteht, uns berichten. Und dann würde ich die Verena bitten, vielleicht gleich dieses Überbrückungsbeispiel, was ich geschickt habe, ein bisschen zu kommentieren. Was soll das, wenn eine Bank dir das Weiße aus die Augen presst in einer Situation, wo man das Gefühl hat, man ringt ums Überleben. Sabine, bitte fang du einmal an. Du musst den Ton einschalten. Ja, guter Hinweis, danke dir. Ich habe gerade gesagt, wo fange ich bloß an, weil einige waren ja schon bei letzten Meetings dabei, aber natürlich nicht alle, aber ich würde jetzt mal sagen, ich lasse die Phase 1 jetzt weg und erzähle ein bisschen, wie Phase 2 eben gelaufen ist und wie dieses Ergebnis, das wir jetzt haben, zustande gekommen ist, möglichst knapp. Es war so, dass wir als Phase 1 online ging beim Härtefallfonds, dass wir da schon gewusst haben, dass es natürlich einen großen Teil an Selbstständigen gibt, die da nicht berücksichtigt werden können. Es war aber so, dass es einfach notwendig war, mal eine erste Phase einzuleiten, damit überhaupt mal Menschen zum Geld kommen. Die Schwierigkeit ist die, dass die ÖVP sich einfach massiv querlegt und der Meinung ist, dass man die ganzen Kleinen eh nicht braucht quasi. Wir haben halt dann weiter verhandelt mit der ÖVP und versucht, den Bezieherinnenkreis auszuweiten, was ja auch weitestgehend gelungen ist. Also anspruchsberechtigt sind jetzt in der Härtefallfonds Phase 2 tatsächlich alle außer diejenigen, die tatsächlich nur geringfügige Einkünfte haben und nicht versichert sind. Also wer sich freiwillig Kranken- und oder Pension versichert und wurscht in welcher Kasse, also auch wenn man beispielsweise bei der ÖGK versichert ist, wäre egal, hätte man Anspruch, nur die tatsächlich und dann vermutlich irgendwo mitversichert sind, die
die haben jetzt keinen Anspruch mehr. Das Problem, das übergeblieben ist, und da haben wir auch versucht, alles zu tun, um das wegzubekommen, ist die Art und Weise, wie die Berechnung der Zuschüsse jetzt erfolgt, nämlich mit dieser wirklich sehr eigenartigen Betrachtungsweise, dass man sagt, erstens einmal diese Umsatzrentabilitätsrechnung, die angestellt werden muss, wo man in Relation Umsatz und Einkommen setzen muss aus den vergangenen Jahren und aus dem ein Prozentsatz sich errechnet, der umgelegt wird in die Jetzt-Situation. Und da ist es ja so, dass praktisch alle wissen, dass wenn der Umsatz sinkt, ja die Rentabilität nicht gleich bleibt, weil das ja kein linearer Verlauf ist, sondern du hast ja Fixkosten, also Basiskosten, die immer annähernd gleich bleiben und wo der Spielraum auf die Schnelle ja nicht ganz. Ich glaube, das liegt an denen. Danke. Nina Brodinger, kannst du bitte deinen Ton ausschalten, wenn du schwätzt zwischendurch? Das wäre großartig. Danke. Ja, danke, dann kann ich mich auch besser konzentrieren. Also wie gesagt, alle wissen, dass die Fixkosten immer gleich bleiben oder nicht so schnell veränderbar sind und deswegen ist das eigentlich schon mal ein ziemlich verblödeter Ansatz, so zu rechnen. Aber gut, das ist ja das, was noch geringer zu Problemen führt oder noch eher akzeptiert wird in der allgemeinen Diskussion im Netz jetzt. Aber dort, wo es wirklich hakt, das ist das Thema, dass ja, wenn ich den Monat März jetzt als Vergleichszeitraum hernehmen muss, so wie er jetzt ist, und im Vergleich setzen muss zu meinen Umsätzen und meinem Einkommen aus dem vergangenen Jahr oder den vergangenen Jahren, das ja nicht den Status quo abbildet, weil gerade in der Projektarbeit ja die Rechnungseingänge verzögert stattfinden. Das heißt, es kann, und es ist ja auch bei vielen so, dass jetzt noch Zahlungen kommen aus Projekten von den Monaten Jänner, Februar oder sogar noch älter und das eigentliche finanzielle Problem ja erst im Sommer oder Herbst dann auftritt. Die ÖVP war auch der Meinung, dass es überhaupt kein Problem ist, weil es wird dann eh wieder besser und man kann das ja wieder aufholen, was natürlich auch Unsinn ist, weil wie soll jemand, der alleine selbst und ständig arbeitet, sich selber skalieren? Das funktioniert bei EPUs jedenfalls eher schlecht, würde ich sagen. Abgesehen davon, dass ja auch Akquise nicht so funktioniert. Also das ganze Radl rennt einfach nicht so weiter, wie es ja sonst der Fall ist. Das ist nicht gelungen wegzubringen. Also da ist die ÖVP drauf geblieben und jetzt ist eben diese Berechnungsformel so, wie sie ist und wie es die Verena dann später eh noch im Detail erklären wird, entstanden. Was ich höre und was, glaube ich, etwas ist, wo man sich noch ein bisschen Hoffnungen machen kann. Es hat von Anfang an immer geheißen, wenn die Gelder nicht reichen, wenn die Zeiträume nicht lang genug sind, dann wird ausgedehnt. Und auf das müssen wir jetzt setzen. Also das ist jetzt auch der Job, darauf zu pochen, dass die Zeiträume der Unterstützungsleistungen ausgedehnt werden müssen, sodass eben die, wo die Zeitverzögerung schlagend wird, dann später noch ansuchen können. Und es zeichnet sich ohnehin ab, dass gewisse Branchen, alle, die an Events zum Beispiel dranhängen, noch länger Unterstützung brauchen werden, weil die Events ja, also Salzburger Festspiele beispielsweise, Joschi, haben wir ja gerade erst gehört, werden nicht stattfinden. Das heißt, diese Verluste, die treten ja alle erst später ein und auch alle, die von ihrer Auftragslage da dranhängen, haben auch später erst ihre Verluste. Und insofern bin ich recht zuversichtlich, dass das auch gelingen kann. Das ist halt nur für alle, die jetzt momentan in einer extremen Unsicherheit leben müssen, keine wirkliche gute Botschaft, dass es halt jetzt einmal so ist und man das erst wieder verhandeln muss. Aber wir werden alles dazu tun, dass wir dazu kommen, kann ich jetzt nur mal fürs Erste versprechen. Ja, und dann bin ich eigentlich eh schon fertig mit meinem Bericht, wie das alles so läuft und würde dann mal an die Verena weitergeben, oder? Finde ich gut. Ja, okay, danke. Also auch von mir ein herzliches Willkommen heute. Es sind wirklich einige Leute und ja, die Phasen werden immer heißer, entsprechend natürlich mehr Interesse und jeder will mehr wissen. Ich bin Steuerberaterin in Salzburg und versuche
immer am Ball zu sein, um alle bestmöglich zu beraten. Und ich muss gestehen, langsam wird es mühsam. Es ändert sich ständig was. Wir haben jetzt vor einer Stunde haben wir Online-Meeting gehabt unter uns Kollegen, wo es dann Dinge gibt, die irgendwie doch noch nicht alle gewusst haben und immer noch große Fragezeichen auch von unserer Seite her. Ich habe schon eine E-Mail bei uns an die Kammer geschickt, ein Kontaktkomitee zum Finanzministerium mit einigen Fragen, die sich einfach auftun. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir Antworten kriegen. Also wir werden auch heute versuchen, eure Fragen bestmöglich zu beantworten, aber es sind einfach auch von meiner Seite her noch viele Fragezeichen. Ich meine, super ist ja, eigentlich hätte der Antrag ja irgendwo gestern schon starten sollen und wurde dann auf Montag verschoben. Gestern hat es ein Musterformular gegeben. Ja, was fällt da auf? Es hat eigentlich geheißen, man kann auch Durchschnittseinkommen der letzten 3 Jahre nehmen. Die Möglichkeit haben wir jetzt im Musterformular leider noch nicht. Also das Formular am Montag sollte dann anders ausschauen als das Musterformular, das wir von gestern haben. So die Info von der Wirtschaftskammer. Ich kann euch nur Stand heute Wissensstand geben, was wir irgendwo schon haben. Ja, darum gibt es auch von mir dann, ihr werdet es eh gleich sehen, keine PowerPoint-Präsentation, die ich dann ständig überarbeiten müsste. Ich mache die Sachen auch sehr händisch mit Friction-Stiften. Da kann man dann immer schön nachradieren und wieder einfügen. Ich hoffe, wir kommen mit dem dann auch klar. Die Excel-Berechnung hat die Sabine gemacht und die schaut dann schon ein bisschen besser aus. Der Rest, wie gesagt, ist von mir noch händisch. Ja, ich würde vorschlagen, ich starte auch gleich, oder? Oder gibt es ja, schon? Und eine Bitte noch an alle parallel dazu, entweder aufzeigen im Chat, also diese Anklopffunktion, oder Fragen gleich im Chat formulieren, sodass man es auch lesen kann. Das war relativ gut. Wir haben derzeit 69 Leute herinnen. Das heißt, das ist relativ viel. Da war das Einfachste im Chat, dass man das ein bisschen überblicken kann, was tauchen für Fragen auf und was kann man zusammenfassen in eurer Stellungnahme. Also diesbezüglich meine Bitte, schreibt Fragen, die sich gut formulieren lassen, gleich in den Chat rein. Und Joschi, bitte von mir an dich, wenn da im Chat recht viel läuft, während ich irgendwas erkläre, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Chat nebenbei ständig sehe. Ich passe auf, ja. Einfach dann kurz schreien, dann gehe ich natürlich auch dazwischen auf Fragen ein, überhaupt kein Thema. Ich weiß nicht, ob ich dann alles gleich im Blick habe. Passt. Oder sollen wir zuerst noch zu deinem Überbrückungskredit-Thema kommen? Mir ist es gleich, weil du das ja schon in den Raum geworfen hast. Ja, gut, machen wir das. Also das habe ich euch jetzt nirgends schriftlich zusammengefasst, ändert sich ja auch ständig. Es gibt jetzt seit 8. April, sprich seit letzter Woche, eine neue AWS-Förderung. Das wird von der Regierung, werden Kredite bis zu 100% mit einer Garantie hinterlegt für Kredite bis zu 500.000 Euro. Sollte angeblich in den ersten 3 Jahren zinsfrei sein und erst ab dem 3. Jahr werden dann Zinsen verrechnet. Die Laufzeit wären grundsätzlich 5 Jahre. Und jetzt ist das Ganze so, dass das alles über diesen AWS-Fördermanager geht. Und das ist viel Arbeit. Im Endeffekt schicken die Banken dann diese Anträge ab. Und das Beispiel von dir, Joschi, da glaube ich, geht es um 8.000 Euro Rahmen. Ich habe es jetzt schon erlebt, dass es Banken gibt, die sagen, unter 30.000 Euro Kredit machen sie das gar nicht erst über AWS, weil das eben so viel Aufwand ist und weil sie hin und vorne nicht mehr zurechtkommen und weil sie auch diese Bestätigung abgeben müssen dahingehend, dass es kein notleidendes Unternehmen ist. Und wenn sie das nicht tun über AWS, also das Angebot, das du gekriegt hast, ist in meinen Augen ein ganz normales Bankangebot. Um auf das gilt es halt zu achten bei der Bank, dass sie das auch wirklich über diese AWS-Förderung macht, weil ansonsten sind die Konditionen eben ganz normale Bankkonditionen. Aber darf ich da fragen, warum bezeichnet die Bank das als Covid-19-Maßnahme? Das halte ich für eine Frechheit. Oder? Ja, dazu kann ich nichts sagen, aber eben es ist gut, wenn solche Beispiele rauskommen und ich bin auch immer froh, auch wenn ich momentan auch rotiere, wenn mich die Klienten solche Dinge fragen, also bitte nichts unterschreiben, sondern lasst euch das anschauen. Es ist wirklich so, dass eben Was war bei dir? 6% Zinsen oder so irgendwas? 6,5% Covid-19. Ja.
Also die Konnotation mit der Zinshöhe, das halte ich für eine Frechheit. Darf ich nur ganz kurz, also ich hab gestern so probehalber bei meiner Bank mal geschaut, wo ich dieses Antragsformular finde, weil es heißt ja seit 8.4. sei das online bei den Banken und habe echt lang suchen müssen, bis ich einmal überhaupt dorthin gekommen bin. Es war dann schon, irgendwann einmal habe ich es geschafft, in den Bereich reinzukommen, aber die Banken verstecken das offenbar schon ziemlich. Das muss man echt sagen. Also die haben keine Freude damit. Und eben diese Sachen laufen aber über einen AWS-Fördermanager. Da kann man sich natürlich auch mal einloggen und mit dieser 100% Förderung, die es jetzt gibt seit letzter Woche, werden da einige Kennzahlen auch gefragt und da sind die Unternehmerinnen auch sehr gefordert, diese Daten vorerst selbst einzutragen. Wir Steuerberater oder Bilanzbuchhalter unterstützen euch da natürlich dabei, aber das ist ein Thema, dass das jetzt nicht mehr so easy geht. Ich überlege gerade, ob wir weiter beim Thema Kredite bleiben. Ja, machen wir einfach. Also das ist, es gibt ja eben drei Möglichkeiten. Das war jetzt die erste Variante mit diesen 100%. Das geht halt nur bis 500.000 Euro Kreditrahmen. Dann gibt es Variante 2, kriegt man 90% Garantie. Das geht bis 27,7 Millionen. Und die dritte Variante, das war die Ursprungsvariante, ist mit 80% vom Staat garantiert. Geht bis maximal 1,5 Millionen. Gut, siehst du ein bisschen, was da für Fragen schon reinknappt dann? Ja. Da steht eine Frage von der Anita. Bedeutet, dass man den Härtefallfonds auch erst im Juli beantragen kann? Was ist dann der Betrachtungszeitraum? Wo also steht ich das? Hab, Entschuldigung? Anita an alle, das ist ja irgendwo mittendrin. Achso, dann, was bedeutet, dass man den Härtefallfonds auch erst im Juli beantragen kann? Achso, ja, Entschuldigung, das geht aber jetzt schon in Richtung Härtefallfonds. Da sind wir jetzt weg von den Kreditnehmern. Ihr könnt natürlich alle eure Fragen gleich stellen, aber dazu komme ich dann, glaube ich, nachher. Also zum Kredit speziell hat noch keiner, gibt es jetzt noch nichts. Ja, ich glaube, ja, es geht eher um den Härtefallfonds und zu dem kommen wir dann gleich, hacken wir mal das Thema Kredite ab. Gastro geht nicht über AWS. Gibt es etwas Ähnliches bei ÖHT? Ja, die Abwicklung, ob über AWS und, oder ÖHT, macht im Endeffekt eigentlich die Bank. Und ja, ÖHT ist im Grunde genommen genauso aufgestellt. Es wird nur anders abgewickelt oder über eine andere Institution. Sollten aber weitestgehend zumindest ähnliche Konditionen sein. Und die Konditionen sind jetzt natürlich nicht schlecht. Thema ist halt immer nur, das habe ich gestern bei einem Klienten gehabt, der Banker oder der Steuerberater muss bestätigen, dass es sich um kein riskantes Unternehmen handelt und dass wir dafür garantieren können, dass das Unternehmen nicht untergeht. Und das ist halt, wenn man in der Vergangenheit schon irgendwo Schwierigkeiten gehabt hat, jetzt nicht so einfach. Also weil jeder geglaubt hat, so juhu, ich kriege da jetzt sofort einen Kredit, das ist nicht ganz so. Und was vor allem nicht abgedeckt wird natürlich, sind Kredite aus der oder Schulden aus der Vergangenheit. Das heißt, es geht wirklich rein um die Corona-Monate jetzt, dass man die übersteht. Kredit aufnehmen, ja, nein, da bin ich bin grundsätzlich kein Fan von Krediten, aber natürlich sage ich, wenn man jetzt was zu überbrücken hat, dann, wenn man überleben muss, dann sollte man sich Gedanken machen über einen Kredit und sich lieber frühzeitig einen aufnehmen. Ich habe schon gehört, den Gegenwind, was ist, wenn es dann nächstes Jahr diesen Zuschuss nicht gibt? Was ist, wenn der Fördertopf dann aus ist, dann sitzt man am Kredit. Vollkommen richtiger Kredit ist auch was man zurückzahlen muss. Nur die Frage, die ich halt immer stelle, ist, kann man jetzt überleben oder kann man jetzt nicht überleben? Natürlich soll man keinen Kredit aufnehmen, wenn es sich ausgeht. Aber wenn man sonst keine Möglichkeiten mehr hat, seine Kosten zu decken, muss man also dann einfach agieren. Ich habe ja an sich keine schlechten Erfahrungen mit Krediten gemacht und ich habe immer lieber Schulden, als wir Guthaben gehabt. Und ich bin eigentlich relativ gut gefahren damit. Ich hatte allerdings nie Kredite notwendig, um sozusagen Struktur oder laufende Ausgaben zu tilgen, sondern ich habe immer Investitionskredite gehabt. Und das ist, glaube ich, auch, das ist der Hauptunterschied. Wenn jetzt Kredite empfohlen werden, damit man sie über ein paar Monate drüber nudelt, dann hast du ja keinen Gegenwert, außer dass es dich noch gibt.
wirtschaftlich. Und das ist wahrscheinlich der Nachteil, jetzt Betriebsmittelkredite aufzunehmen, damit man Löhne und Gehälter zahlen kann oder die eigene Struktur aufrechterhalten kann. Ja, wobei gedacht ist es ja so, dass du einen Kredit aufnimmst für die Kosten, die du als Überbrückung hast, und da darfst du auch deinen Unternehmerinnenlohn, sagen die im BM, im Finanzministerium immer dazu, auch mit einrechnen. Du musst aber alles dazu tun, dass du einmal die Kosten minimierst. Das heißt, du musst Stundungsansuchen stellen, du musst Kurzarbeit in Anspruch nehmen beispielsweise und dergleichen mehr. Also dort einmal runtergehen mit den Kosten, mit den Basiskosten so weit wie möglich. Und gedacht ist es ja so, dass du dann einerseits dein persönliches Einkommen eben über diese Härtefallfonds-Regelungen abholst und auf der anderen Seite die Zuschüsse für die Betriebskosten, die du dann eben am Jahresende holst, wenn du deine Jahresabrechnung machst und damit theoretisch den Kredit wieder tilgen könntest. So ist es gedacht, also von der Konzeption her. In der Realität wird es wahrscheinlich in vielen Fällen dann nicht zu 100% sein, logischerweise. Zumal du ja nur maximal 75% bekommst. Und das, was du angesprochen hast, Joshi, mit der Unsicherheit, ob ich denn dann auch was kriege, das ist natürlich schon so, dass man das ein bisschen im Hinterkopf haben muss, weil es keinen Rechtsanspruch gibt. Ich höre aus den Regierungskreisen, dass es aber an sich schon so ist, dass auch die Mittel aufgestockt werden sollen, falls das notwendig ist. Ob man sich darauf verlassen kann, es hängt letztlich wahrscheinlich immer von der Gesamtsituation, nämlich auch der finanziellen Situation des Staatshaushalts am Ende des Tages ab. So realistisch muss man einfach sein bei der ganzen Geschichte. Ja. Ich möchte nur einen kurzen Datenschutzhinweis machen. Wir haben jetzt 74 Leute im Chat. Und wer nicht möchte, dass sein Bild irgendwo im weltweiten Virtuellen erscheint, der möge die Kamera ausschalten, der oder die. Ansonsten kann es womöglich sein, dass bei einer Wortmeldung ein Gesicht erscheint und dann schreckt man sich, dass das eigene ist. Also nur, dass nur einmal gesagt wird, wir werden diesen Chat jetzt nachher dann auf Facebook stellen, sodass er mitverfolgt werden kann für die Leute, die jetzt gar keine Zeit gehabt haben. Ja, Verena, bitte. Und zurück. Zur Vorgangsweise bitte, wenn wir mehr auf den Härtefallfonds eingehen. Ich glaube, Kredit spielt für EPUs nicht so eine Rolle, das ist meine Meinung. Kommen wir mal eh gleich dazu. Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, wie die Sabine gerade erwähnt hat, geht es da eben auch um diesen Corona-Hilfsfonds. Deswegen rede ich über die Kredite meistens erst dann, wenn wir mal die ganze Theorie haben. Ich versuche jetzt einmal. Gleich. Seht ihr alle meinen Bildschirm? Ja, jetzt. Sehr gut. Wie gesagt, da fängt jetzt mein handschriftliches, dann eingescanntes Dokument an. Muss man nur den Chat ein bisschen wegtun. So. Also mal grundsätzlich, darum habe ich es eben so aufgeteilt, auf linke Seite, rechte Seite. Es gibt einerseits den Härtefallfonds, über den sprechen wir jetzt, und andererseits diesen Corona-Hilfsfonds. Das ist der jetzt schon einmal angesprochen worden ist. Es ist im Endeffekt beides beantragbar, aber wird jeweils angerechnet. Sprich, wenn ich jetzt schon Geld kriege, kriege ich das dann später nicht mehr. Es ist quasi ein Topf, den ich erhalten kann. Und das, was ich jetzt schon kriege, wird später dann nicht mehr ausgezahlt. Die Anträge sind jeweils bis 31. Dezember des heurigen Jahres zu stellen. Also Stress haben wir im Grunde genommen nicht, außer man braucht das Geld natürlich gleich, aber es läuft dabei nichts davon, wenn man irgendwie noch überlegt, was wo wie zu berechnen ist. Diesen Corona-Hilfsfonds, die Anträge hätten ursprünglich einmal seit Mitte dieser Woche beantragt werden sollen. Das haben sie jetzt nach hinten verschoben auf Anfang Mai. De facto immer noch ein bisschen zu früh in meinen Augen, weil die Auszahlung beginnt grundsätzlich auch erst nächstes Jahr. Also da schaut es eben so aus, da kriegt man Fixkostenzuschuss je nach Umsatzentgang. Also wenn ich zwischen 40% und 60% Umsatz verloren habe, kriege ich einen 25%igen Zuschuss zu meinen Fixkosten.
wenn ich zwischen 60% und 80% Umsatz verloren habe, kriege ich 50%. Und wenn ich sogar zwischen 80% und 100% Umsatz verloren habe, kriege ich 75% ersetzt. Unter Fixkosten fallen, wie die Sabine eh schon angesprochen hat, Dinge wie Miete, Versicherung, Zinsen, Lizenzen, Telefonkosten, Internetkosten, Servergebühren und Co. Und an alle Quota Unternehmerlohn. Wie der zu berechnen ist, wie das alles anzusehen ist, wissen wir leider noch nicht. Es sind wirklich noch da noch sehr wenig Details vorhanden, um eben der Antrag kann erst ab Anfang Mai gestellt werden und die Auszahlung erfolgt auch erst 2021. Das heißt, bis dahin sind eben diese Überbrückungskredite gedacht mit der Idee dahinter, dass man dann eine Auszahlung kriegt und sich damit dann die Kredite wieder decken. Das ist diese eine Schiene, die eben jetzt noch nicht wirklich ganz im Gange ist. Aber man verliert sie nicht, wenn man für den Härtefallfonds jetzt beantragt. Und jetzt kommen wir zum Härtefallfonds, der eben, wie ja schon angesprochen, mehrere interessiert. Da hat es die Phase 1 gegeben, das habt ihr ja wohl alle mitgekriegt und großteils wohl beantragt, wo man zwischen 500 und 1000 Euro gekriegt hat, wenn man die Kriterien erfüllt hat, sprich die Ober- und Untergrenze und keine Zuverdienste gehabt hat. Wenn man in der Phase 1 nicht angekommen ist, hat man nichts verloren, weil die Phase 1 geht vom Topf her 1:1 quasi über in die Phase 2 und alles, was wer in Phase 1 gekriegt hat, wird ihm in Phase 2 angerechnet. Wer in Phase 1 nichts gekriegt hat, kriegt dann alles in Phase 2. Worum geht es in der Phase 2? Es werden 80% des Nettoeinkommensentgangs, maximal 2000 Euro pro Monat ersetzt. Gibt es über drei Zeiträume. Der erste Zeitraum, der sogenannte Corona-Monat, läuft von 16. März bis 15. April. Der zweite Monat läuft dann von 16. April bis 15. Mai und der dritte Monat dann von 16. Mai bis 15. Juni. Und es ist für jeden Zeitraum ein gesonderter Antrag zu stellen. Das heißt, das, was am Montag läuft, ist einmal der Antrag für den ersten Monat, 16. März bis 15. April. Sie haben, wie auch schon gehört, doch soweit wieder eine Untergrenze eingeführt, damit, dass der letzte Bescheid positive Einkünfte ausweisen muss und dass eine Sozialversicherung vorliegen hat, egal ob pflichtig oder freiwillig. Das hat die Sabine vorher erwähnt, auch wenn man freiwillig bei der ÖGK versichert war, Kranken- und Pensionsversichert, ist man anspruchsberechtigt. Ich starte jetzt nochmal mit der Berechnung, die ich noch händisch gemacht habe. Wir haben es dann, die Sabine hat noch ein Excel-Dokument dann erstellt. Da schauen wir es uns dann auch noch einmal an, aber ich hätte es einmal versucht, ein bisschen zu verbildlichen. Es geht um das Nettoeinkommen des letztgültigen Steuerbescheides. Thema, das wir dahin momentan alle haben, ist, dass eigentlich steht, dass es ein rechtskräftiger Steuerbescheid sein muss. Rechtskräftig wird er erst, wenn er erlassen wird und einen Monat später die Beschwerdefrist zu Ende ist. Momentan, aufgrund dessen, dass wir alle recht viel Arbeit haben, fängt die Rechtsmittelfrist erst mit 1. Mai zum Laufen an, beträgt dann auch einen Monat. Das heißt, uns werden alle Steuerbescheide erst mit Ende Mai rechtskräftig. Das heißt, alles, was man jetzt schnell macht und einreicht, wenn sie es überhaupt veranlagen, dauert noch, bis es rechtskräftig wird und dann neu herangezogen werden kann. Wie schaut es aus mit diesen Veranlagungen? Das Finanzamt ist dazu angehalten, dass sie Steuererklärungen, aus denen sich Gutschriften ergeben, möglichst schnell bearbeiten. Aber alles, wo sich eine Nachzahlung ergibt, wird eher nicht festgesetzt, weil sie generell sagen, das stunden dann die Leute alle. Daher, die arbeiten auch großteils im Homeoffice und darum passiert dann nicht recht viel. Also drum Nettoeinkommen des letztgültigen Steuerbescheides. Wenn ihr mit 2019 super früh dran wart, wird 2019 herangezogen. Ansonsten in den meisten Fällen sind wir noch bei 2018. Und zwar ein Nettoeinkommen ergibt sich dahin, dass man das Einkommen weniger der Durchschnittssteuer nimmt und das dann durch 12 dividiert, dann habe ich ein durchschnittliches Monatsnettoeinkommen. Die liebe Kennzahl der Umsatzrentabilität, die jetzt da auch gefordert wird, berechnet sich das durch das, dass ich das Einkommen durch den Umsatz rechne. Und das wird dann umgelegt für das, wenn ich einen Umsatz gehabt habe, dann muss ich den Umsatz mal Umsatzrentabilität rechnen, weil es geht in dem ganzen Thema immer ums Einkommen. Einkommen ist der Gewinn, das heißt Umsatz minus Ausgaben. Und drum die Umsatzrentabilität gibt an, wie viel Prozent von meinem Umsatz mir wirklich überbleiben. Und deswegen muss ich auch nur für das, was ich verdient habe, nur den
nur den Betrag von dem, was mir überbleibt, dann im Endeffekt abziehen. Weil die Bemessungsgrundlage für die Förderung ist dann das durchschnittliche Monatseinkommen minus dem, was ich jetzt ja verdient habe, ist dann nur der Teil, der mir entfallen ist quasi, und davon kriege ich 80%. Das war jetzt alles viel Theorie, deswegen diese Selbstberechnung, damit Sie auch wissen, woher Sie die Zahlen jeweils nehmen. Ich habe euch da eine Seite von einer Steuererklärung reinkopiert. Das ist die Beilage E1a. Das sind die Kennzahlen der Umsätze. Das ist die Kennzahl 9040 bzw. Kennzahl 9050. Hier stehen die Umsätze drinnen. Und das Einkommen kriegen wir dann aus dem Einkommensteuerbescheid. Da steht dann Gesamtbetrag der Einkünfte. Wenn in dem Fall 11.699,90. Der Gesamtbetrag der Einkünfte setzt sich aus allen Einkunftsarten zusammen. Das heißt, da könnte noch mehr stehen, außer Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Könnte noch Einkünfte aus Gewerbebetrieb sein, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Und da stellt man aber dann auf die Einkünfte der jeweiligen Einkunftsart ab. Sprich, die Vermietungseinkünfte werden da jetzt nicht herangezogen, sondern es geht jetzt bei diesem Entfall um die Einkünfte aus der unternehmerischen Tätigkeit. Gut. Da oben habe ich dann die Berechnung angewendet. Das ist dann einerseits das Einkommen minus der Durchschnittssteuer. Die Steuer kriege ich von da unten. Da steht dann Steuer vor Abzug der Absatzbeträge. Durchschnittssteuer rechnet man genauso wie die Umsatzrentabilität. Wiederum Steuer durch Einkommen komme ich auf den Satz, der angewendet wurde. Das heißt, ich rechne von meinem Einkommen meine Durchschnittssteuer ab, dividiere das durch 12, wäre ich auf 966 Euro gekommen. Mein Umsatz im März waren zum Beispiel 500 Euro. Das heißt, meine Umsatzrentabilität waren 56,2%. Habe ich dann die 500 Euro, wäre mir nach Umsatzrentabilität, wären mir 281 Euro übergeblieben. Das heißt, die Förderung sind mein entgangenes Monat mit 966 Euro. Weniger den 281, die ich verdient habe. Davon 80% würde ich in dem Fall 548 Euro kriegen. Das war jetzt so das Leitbeispiel und jetzt kriegt ihr gleich von mir noch das viel schönere Excel. Sehen Sie alle? Nicken hilft, oder? Ja, gut, danke. Da ist es jetzt einfach im Excel nochmal aufbereitet. Umsatz habe ich ja geschrieben laut Steuererklärung, Kennzahl 9040 und 9050. Das war das, was ich euch eben vorher gezeigt habe, damit ihr einfach mal wisst, in welchem Formular ich mir welche Zahlen raushol. Das wäre jetzt in unserem Beispiel, hätten wir jetzt einfach 100.000 Euro angenommen. Einkommen laut Steuerbescheid, das war das, was ich euch vorher gezeigt habe, wo die 11.000 Euro drin gestanden sind. Wenn das jetzt 40.000 Euro wären, dann hätte ich eine Umsatzrentabilität von 40%, sprich Einkommen durch Umsatz. Die Einkommensteuer laut dem Steuerbescheid hätte bei 40.000 Euro Gewinn 10.080 ausgemacht. Sprich, ich habe ein Nettoeinkommen. Nettoeinkommen ist gleich mein Einkommen weniger der Steuer von 29.920 gehabt. Das durch 12 dividiert wären 2.493 gewesen. Umsatz habe ich gehabt im Corona-Monat 500 Euro. Das wird dann wiederum multipliziert mit der Umsatzrentabilität, sprich von meinen 500 Euro Umsatz wären mir 200 Euro geblieben. Durch mein Verdienstentgang ist dann im Endeffekt mein durchschnittliches Nettoeinkommen, das ich im Jahr 2018 hatte, minus den 200 Euro, die mir jetzt geblieben sind von den 500. Und das ist dann die Bemessungsgrundlage für den Härtefallfonds und davon 80% wären es 1834,67 Euro. Jetzt zu den Zahlen, die sonst noch herumstehen, abzüglich Nebeneinkünfte. Nebeneinkünfte werden abgezogen von meinem Verdienstentgang. Sprich, wenn ich jetzt geringfügig mich irgendwo anstellen habe lassen, dann wird das da wiederum abgezogen. Gleichzeitig auch, wenn ich Vermietungseinkünfte habe, wird das ebenso natürlich berücksichtigt. Immer mit der Nettogröße. Also nicht jetzt, wenn ich 700 Euro Mieteinnahmen habe, dann habe ich davon ja auch Betriebskosten zu zahlen, Aliquote Abschreibung und davon zahle ich dann Steuer, sprich da gehört auch wieder das Netto berechnet und dann hier abgezogen. Es gibt eben, wie vorher kurz schon angesprochen, auch die Möglichkeit, dass ich den Härtefallfonds
nicht vom letzten Steuerbescheid berechnen lasse, sondern vom Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Sprich, dann würde ich dann nicht nur diesen einen Umsatz heranziehen, sondern einfach die 3 Jahre und müsste dann das Monatliche nicht durch 12, sondern durch 36 durchdividieren. Ich habe dann auch die Berechnung der Durchschnittssteuer herangezogen, weil es ist halt ein bisschen komplexer, wenn man mehrere Einkunftsarten hat. Also wenn ich jetzt selbstständig bin und vermiete, dann muss ich hier dieses Nettoeinkommen, kann ich nur berechnen, indem ich mir von meinem Einkommen durchschnittliche Steuer hier abziehe. Das wäre dann nicht die gesamte Einkommensteuer, die ich gezahlt habe, sondern nur die Einkommensteuer, die entfällt auf meinen Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit. So, das war das. Sollen wir mal es gibt kurz jetzt einiges, das besprechen, bevor wir ins Formular reingehen? Ich würde euch dann noch das Formular zeigen. Es gab jetzt einige Fragen, die, ich glaube, die relativ einfach zum Dazurechnen oder beantworten sind. Miete und Verpachtung hast du gerade gerade dabei gehabt, Durchschnittssteuer hast du erklärt, das war auch eine Frage. Ausländische Einkünfte sind Einkünfte wie andere auch, nur werden sie halt woanders versteuert, oder? Naja, kommt halt auf die ausländischen Einkünfte drauf an, ob sie unter Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen sind oder vollkommen im anderen Land zu versteuern sind. Okay, aber wenn sie bei uns versteuert werden, dann sind sie dazu zu rechnen und sonst nicht, oder? Ganz ehrliche Antwort, was Sie mit den Progressionseinkünften dann tun, wissen wir jetzt auch noch nicht. Okay. Ich schreibe mir diese Fragen auf. Okay, eine Frage war nur, ob irgendwie Geschäftsführer in der Gesellschaft da irgendwas, was ist mit denen? Ist ein Unternehmer wie jeder andere, nur dass er halt eine GmbH hat, ne? Meine Antwort. Das Thema haben wir vorher auch durchdiskutiert in unserem Online-Meeting und am Vormittag habe ich es mit einem Kollegen schon diskutiert. Gibt es eine eigene Regelung dazu und die besagt, dass wenn die GmbH halt wirklich notleidend ist und man muss damit bestätigen, dass wirklich die GmbH ein Thema hat und deswegen kein Geschäftsführerbezug ausgezahlt werden kann, ja, sonst anzusehen wie jeder Unternehmer. Fraglich ist halt, wie wird das abgerechnet, wenn ich das ordentlich über die Lohnverrechnung mache und Lohnnebenkosten abführe? Was ist dann jetzt schon passiert? Habe ich meinen Geschäftsführerbezug schon runtergesetzt und das jetzt über die Lohnverrechnung gar nicht erst abgerechnet? Ansonsten geht man wohl von einem Zufluss aus. Im Worst Case jetzt würde ich vorschlagen, keine Geldflüsse von der GmbH mehr zu machen. Dann kann man sagen, okay, ich habe halt auch keinen Geschäftsführerbezug gekriegt. Ich glaube, dass das, was da gemeint ist in der Härtefallrichtlinie, das sind die quasi selbstständigen geschäftsführenden Gesellschafter, also die, die nicht angestellt sind, sondern die das als selbstständige Einkünfte haben. Und dann wird dieses selbstständige Einkommen einfach wie jedes andere selbstständige Einkommen betrachtet. Du musst dir nur selbst bestätigen, dass eben, so wie es die Verena schon gesagt hat, die GmbH nicht imstande ist, den Bezug weiterzuzahlen. Und dann kannst du, dann sagst du, was weiß ich, ich kriege halt jetzt nur mehr, keine Ahnung, 50% gegenüber dem, was ich letztes habe. Also dann wäre dein Umsatz sozusagen dein Geschäftsführerbezug. So ist es zu verstehen. Und wenn ich jetzt schon dran bin, eine Kleinigkeit, eine Anmerkung. Meiner Ansicht nach ist es schon so, dass du nicht nur im letzten Einkommensteuerbescheid positive Einkünfte haben kannst, sondern auch dort der Alternativzeitraum von 3 Jahren gilt. Das steht nämlich in dieser Aufzählung der Bedingungen so drinnen, in Klammer, dass auch da gilt, wenn du innerhalb dieser letzten 3 Jahre in Summe positiv warst, dann reicht das auch als Zugangskriterium. Das heißt, wenn du 1 Jahr investiert hast und 2 Jahre positiv abgeschlossen hast, dann passt das auch. Das ist eine Geschichte. Dann, was ich noch ergänzen möchte, weil das, glaube ich, auch wichtig ist. Es werden immer die letzten Einkommensteuerbescheide herangezogen. Also die meisten haben ja den 18er-Bescheid als letzten derzeit. Und
man kann sich da auch ein bisschen spielen, weil wenn nämlich das 19er Jahr besser war, dann ist es gescheiter, man macht schnell die Einkommensteuererklärung und wartet auf den Bescheid und beantragt erst dann, als mit dem 18er Bescheid den Antrag zu machen. Oder es kann auch umgekehrt sein. Also wenn das 19er Jahr das Schlechtere war, dann macht man diese Erklärung jetzt nicht, weil die Frist ist ohnehin bis zum Sommer erstreckt. Aber dazu halt der Einwand, wenn 2019 so viel besser war, dann geht man mal davon aus, dass man eine Steuernachzahlung hat. Sprich, das Finanzamt wird die Veranlagung momentan nicht durchführen. Das heißt, es ist fraglich, wann ich dann einen Einkommensteuerbescheid kriege. Und dann haben wir eben das Thema, wie wir jetzt haben, seit am Monat, wenn ich Steuererklärungen einreiche und vielleicht auch den Bescheid kriege, dann beginnt die Rechtsmittelfrist erst mit 1. Mai zu laufen. Das heißt, da reden wir von 2 Monaten, bis es zu laufen beginnt, sprich rechtskräftig wieder in 3 Monaten. Wenn ich jetzt einreiche, sagen wir mal, Sie arbeiten wieder normal ab Ende Mai, weiß ich nicht, kriege ich dann den Bescheid im August. In eurer Finanzämter in Salzburg so langsam, ich kriege meinen Bescheid immer binnen einer Woche. Ja, ja, normal, normal. Aber jetzt ist halt alles, jetzt ist einfach das alles auf Wartetaste. Ich habe ihn ganz kurz vor der K-Woche gemacht und in der K-Woche gekriegt. War innerhalb von einer Woche da. Hast du eine Nachzahlung gehabt? Nein. Ja, eben. Sie sind dazu angehalten, die, wo eine Gutschrift rauskommt, wirklich schnell zu machen, damit die Leute an ihr Geld rankommen. Aber wenn Nachzahlungen rauskommen, eben nicht. Und wenn das Jahr so viel besser war wie die Vorjahre, dann spricht das halt einfach auch für Nachzahlungen. In meiner familiären Situation mit dem Familienbonus kriege ich trotzdem was zurück. Also ich habe ohnehin immer quasi so Daumen mal Pi so viel einzahlt, wie ich gemeint habe, dass es sein wird bisher. Und das hat immer funktioniert. Ich hatte noch nie eine Nachzahlung. Klar, wenn auch nichts anders ist, wenn man es einreicht und quasi über Finanz Online direkt die Steuererklärung durchgeht, weil die Kennzahlen ähnlich sind wie im Vorjahr, dann schaut auch keiner drüber. Aber sobald es beim Sachbearbeiter am Tisch landet, haben sie bis zu 6 Monaten unter Normalbedingungen Zeit. Und ich habe auch immer wieder einige Fälle, wo es die 6 Monate dauert und dann kriegt man eine Woche vor den 6 Monaten eine Ergänzungsersuchung, damit die Frist nicht verstrichen ist. Super. Also ja. Bin ich mir mit diesem Tipp nicht ganz sicher. Ich habe, wie gesagt, die ist eine der Fragen, die ich an unsere Kammer geschickt habe, wo ich gesagt habe, naja, was soll das jetzt heißen? Müssen wir jetzt alle warten und dann noch schnell im November, wenn wir hoffentlich dann den Steuerbescheid 2019 haben, dann erst die Anträge machen für Phase 2? Oder ja, dazu habe ich noch keine Antwort gekriegt. Das steht irgendwie noch ein bisschen im Raum. Ich glaube, das hängt von der individuellen Situation ab, weil wenn du das Geld dringend und akut brauchst, ja, dann musst du mit dem, was du jetzt hast, arbeiten. Es hilft dir nichts. Wenn du ein bisschen zuwarten kannst und dich drüber retten kannst, dann ist es einfacher. Ja, wie gehen wir denn mit den Chat-Anfragen um? Also ich habe jetzt die letzten 10 habe ich mir jetzt nicht mitnotiert, weil ich mir gedacht habe, Verena, vielleicht kannst du das relativ zackig beantworten. Da sind einzelne Fragen, wo ich glaube, dass es relativ leicht geht. Nicht alle, aber manche. Genau, ich versuche es einmal durchzugehen, oder? Ja, genau. Gibt es uns weiter. Erste Frage war, zählt tatsächlich der Zahlungseingang? Dazu haben wir das Thema, steht nirgends so direkt, aber wir gehen alle davon aus, dass es darauf ankommt, wie ich meine Rechnungslegung gestaltet habe. Ob ich Bilanzierer bin, dann habe ich Sollprinzip, sprich Rechnungslegung. Oder ob ich Einnahmen-Ausgabenrechner bin, dann gilt Zufluss-Abflussprinzip entsprechend. Mit Zeitpunkt Zufluss, wie die Sabine vorher gesagt hat, was ist, wenn ich im Februar eine Rechnung gestellt habe und die kriege ich dann erst im April, dann gilt das grundsätzlich erst im April. Natürlich kann man da die Frage in den Raum stellen, wer weiß es, aber wenn ich monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen habe, dann weiß man es. Wir haben vorher unter den Kollegen das Beispiel gehabt, Gastronomiebetrieb, am 15. März noch offen gehabt, hat Kreditkartenumsätze gehabt, beziehungsweise Bankomatzahlungen und kriegt das Geld dann erst am 18. März überwiesen, fällt damit schon in den Corona-Monat. Haben sich die Meinungen ein bisschen geteilt dahingehend, wo da
darf man es ansetzen, ist halt eben die Frage, wer sieht es so genau, ob das jetzt am 15. oder am 18. März war. Aber im Grunde genommen waren wir alle der Meinung, dass der 18. März natürlich gilt, sprich Zahlungseingang. Festspiele, über das habt ihr geredet? Auch Sommerfestspiele schon abgesagt? Ja. Nicht fix, es sind die abgesagt. Die im Frühjahr sind abgesagt, aber die im Sommer sind noch in Diskussion, wobei das Problem das ist, dass es auch im Sommer immer strenge Auflagen gibt von den Abständen, die einzuhalten sind. Im Freien ein bisschen besser, aber trotzdem, also Stadtfeste und Co. zum Beispiel dürfen nicht stattfinden. Und bei den Festspielen stellt sich dann die Frage, ob das wirtschaftlich möglich ist, dann abzuhalten, wenn beispielsweise in den Sitzreihen nur jeder fünfte Platz besetzt sein darf. Das ist die Thematik gerade eben. Also vielleicht machen sie eine abgespeckte Version mit ein paar Dingen, wo das leichter geht. Könnte auch sein. Es ist noch nicht ganz ausdiskutiert, aber es ist schwer vorstellbar, dass es jedenfalls so, wie es normalerweise war, stattfinden kann. Und die Touristen werden fehlen, oder? Naja, das Hauptproblem in Salzburg ist mit den Salzburger Festspielen, wir hätten ja heute die 100-Jahre-Feier und das geht von der Landesausstellung bis über das gesamte Programm, das wäre ja ein spektakuläres 100-Jahr-Feierprogramm und insofern winselt natürlich ganz Salzburg, wenn das völlig wegbricht, ne? Die Helga Rabel-Stadler hätte irgendwie ihren Abschluss gehabt und demissioniert. Also es gibt ja viele Umstände rundherum. Bitte nicht diese Geschichte interessieren. Ja, es ist immer privat, was wen interessiert. Und wir tun einzelne Geschichten ja auch. Wir wollen förderlich bringen und nicht Salzburger Festspielgeschichte. Wer bist du? Es war aber die Frage und deswegen beantworten wir da die Frage im Raum. Ja. Gut, dann Frage, fallen unter das angeordnete Vertretungsverbot alle Privatvermieter und Hotels in Ischgl und St. Anton? Hotels auf alle Fälle und die Privatvermieter entsprechend auch. Ischgl, ja. Ja. Was bedeutet, dass man den Härtefall auch erst im Juli beantragen kann? Also Härtefall Fondsphase 2 hat eben diese drei Zeiträume und für jeden Zeitraum ist ein eigener Antrag zu stellen. Der kann jedenfalls erst im Juli beantragt werden, kann auch erst im Dezember beantragt werden und eben für jeden einzelnen Zeitraum. Sprich, den letzten Zeitraum 3 kann ich ja jetzt eh noch nicht beantragen. Die TV-Frage hast du ausgelassen, Verena? Da schreibt der Herr Franz Hölzel, er ist pflichtversichert bei der SVS. Da würde ja mal ein Hacker. Oder? Ich habe noch ganz. Na, du warst zuerst oberhalb und bist jetzt drunter gewesen. Ich sehe die nicht. Nach den Festspielen war die Frage. Okay, die ist bei mir nicht. Und macht jetzt Zivildienst bis Ende Juni. Also ich nehme an, das ist diese freiwillige, selbstverpflichtete Geschichte. Ich habe es nirgendwo gesehen, in den Richtlinien steht nichts dazu, aber ich würde ja meinen, dass man das Zivildiensteinkommen in dem Fall als ein anderes Einkommen betrachten muss, so wie wenn man auch ein unselbstständiges Einkommen durch ein Dienstverhältnis hätte. Und das würde bedeuten, es würde gegengerechnet werden, oder? Wie siehst du das, Verena? Sehe ich genauso. Habe ich auch einen Klienten, der das so macht und habe ich auch gesagt, da wird nichts rausschauen am Schluss. Einen Mindestauszahlungsbetrag gibt es nicht, nein. Das Einzige, was es gibt, ist, dass wenn man ganz wenig Einkommen gehabt hat, waren 960,65 im Monat, dann kriege ich 90% statt 80. Behördliches Betretungsverbot ist, zurückkommend auf die Frage von vorher, zum Beispiel Hotellerie in Ischgl. Wenn ich jetzt nur meine Praxis nicht offen haben darf, gilt das nicht als behördliches Betretungsverbot, weil man könnte ja seine Bürotätigkeiten trotzdem verrichten. Also das ist wirklich, wenn der Betrieb zugesperrt wurde. Wenn die Fragen irgendwo nicht beantwortet werden, gell, bitte schreien oder nachhaken. Gut, eine Frage dazwischen haben wir schon beantwortet.
die Bestätigung für den Kredit geht eben auch über einen Steuerberater, beziehungsweise die Bank gestern hat mich gefragt, ob ich sie schreiben kann. Privatzimmervermieter gilt genau dasselbe. Also fallen ganz normal unter die Unternehmer in dem Fall. Wird der Verdienst während dieser Zeit von dem Fördergeld abgezogen? Ich denke, die Frage haben wir beantwortet. Ja. Bestätigung. Ah ja, das ist eh von mir selber. Das ist schon alleine, das ist nicht schlecht. Entschuldigung, ich muss dich korrigieren. Ja. Nicht förderfähige Förderungswerber sind Privatzimmervermieter mit höchstens 10 Betten, die nicht der Gewerbeordnung unterliegen. Die Privatzimmervermieter werden meines Wissens nach über irgendwas anderes, über den Teil, wo Landwirtschaft drinnen ist oder so, irgendwo mitgenommen. Das ist noch nicht fertig, so viel ich weiß. Ja, aber das Einkommen wird für Sie was geben. Es wird gerechnet, oder? Na? Also wenn du ein Einkommen aus Privatzimmervermietung hast, dann gilt das als Nebeneinkommen, so wie alle anderen auch. Ach so, ja, das schon. Ja. Ja. Nur, wenn du das zusätzlich hast, dann musst du es berücksichtigen. Ja. Aber wenn du nur Privatzimmervermieter bist, also auf die Art und Weise dein selbstständiges Einkommen erwirtschaftest, dann bist du in dieser Härtefallfondsrichtlinie, die wir jetzt haben, nicht drinnen. Das heißt, für die gibt es eine andere Regelung, die noch nicht fertig ist. Gut, die Frage haben wir sicherlich unterschiedlich verstanden. Ja, also wenn es nur reine Privatzimmervermietung ist, dann nicht. Aber eben, ich war der Meinung, dass es zusätzlich ist und da fallen wir jetzt diesmal nicht durch den Bus. Ja, Anita hat die Hand gehoben. Möchte was sagen. Passt das jetzt? Naja, also ich stelle es nur in den Raum. Es ist jetzt einmal 17:52. Sollen wir mal das Formular noch durchgehen, dass es alle gesehen haben? Lass mal der Anita nur schnell was sagen, weil die hat jetzt, vielleicht ist das was zwischendurch, was schon dazugehört. Anita? Entschuldige, ja. Meine Frage, die hast du teilweise schon beantwortet. Die Frage war, Einnahmen aus Projektarbeit aus dem ersten Quartal kommen im zweiten Quartal daher. Kann ich da den Härtefonds beantragen oder nicht? Ich habe jetzt verstanden, Einnahmen, Ausgaben rechnen. Wenn die Einnahmen dann im April reinkommen, kann ich in dem Zeitraum nicht beantragen. Stimmt das so? Na, beantragen schon, aber es wird halt von dem Verdienstentgang abgezogen. So wie wir vorher dieses Berechnungsbeispiel gehabt haben, mit dem ich habe in dem Monat was verdient, davon meine Umsatzrentabilität, sprich der Prozentsatz, der mir dann bleibt von dem Umsatz normalerweise, der ist jetzt gegengerechnet. Okay, alles klar. Beantragen kann man trotzdem. Okay, danke. Gut. Dann schauen wir uns das Formular an und dann noch Fragen, solange sie da sind. Wie gesagt, ist dabei noch das Muster von gestern und wir wissen ja mittlerweile schon, dass es überarbeitet wird, steht eh drauf. Stand 15.04.18.30 Uhr. Ich weiß nicht, wer alle schon die Phase 1 beantragt hat. Es hat sich optisch nicht so viel geändert und auch von den Punkten nicht, aber das eine oder andere ist noch dazugekommen. Die eidesstattliche Erklärung am Anfang, die man natürlich abhaken muss, wenn man das nicht bestätigen kann, dann ist man nicht berechtigt, dazu den Härtefall zu beantragen. Daten des Antragstellers, die ersten Daten sind eh klar. Meine Sozialversicherungsnummer steht eh dabei, steht auf der E-Card drauf, vierstellig und dann das Geburtsdatum. Meine persönliche Steuernummer, die finden Sie entweder auf der Einkommensteuererklärung auf der ersten Seite oder auf dem Einkommensteuerbescheid. Also ich kann jetzt kein zweites Fenster aufmachen, gell? Egal, also beim Einkommensteuerbescheid steht es auf alle Fälle drauf. Unternehmensdaten, denke ich, ist auch soweit klar. Und dann haben wir da das Thema, das wir in Phase 1 schon gehabt haben, die Kennziffer des Unternehmensregisters, die KUR oder die globale Lokationsnummer. Alle Wirtschaftskammermitglieder haben eine GLN-Nummer, die man über das Firmen-A bis Z findet. Das ist so. Die Seite haben wir auch irgendwo offen gehabt. Gut, die Seite schreibe ich euch dann noch in den Chat rein, wo ihr eben die GLN-Nummer findet. Die KUR
ist für all diejenigen, die keinen Gewerbeschein haben, und findet man entweder auf dem Schreiben von der jeweiligen Kammer als Physiotherapeut oder Psychotherapeut oder man erfragt bei der zuständigen Interessensvertretung. Anzahl Beschäftigte, das ist ein Dropdown-Element, da wird man einfach zwischen 1 bis x und so weiter auswählen können. Datum, Aufnahme unternehmerischer Tätigkeit, seit wann man selbstständig ist, damit die wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel heuer gegründet hätte am 15. Februar, dann kriege ich ja pauschal 500 Euro. Deswegen ist Datum, Aufnahme unternehmerischer Tätigkeit wichtig. Was auch schon von der Wirtschaftskammer gelb markiert wurde, sind die Dinge, die jetzt vor allem wichtig sind. Im ersten Punkt gibt es den Betrachtungszeitraum. Ich kenne die Dropdown-Funktionen auch noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass es hier um diese drei Betrachtungszeiträume gibt, die wir vorher gesagt haben. 16. März bis 15. April, 16. April bis 15. Mai, 16. Mai bis 15. Juni. Im nächsten Feld sind dann Erträge, Betriebseinnahmen im Betrachtungszeitraum anzugeben. Das ist das, was wir vorher gehabt haben, dieser Beispiel der Umsätze. Ich habe in dem Monat trotzdem 500 Euro verdient. Da geht Entschuldige, darf ich da was nachfragen? Kann das sein, dass da das Kalendermonat vom Betrachtungszeitraumsmonat um 12. abweicht? Dass das eine von Mitte bis Mitte ist und das andere das Kalendermonat? Nein. Weil da steht... Du meinst jetzt, es gibt da in den Richtlinien steht was drinnen, dass man abweichend kann man auch das Kalendermonat nehmen. Dass wenn ich mir schwer tue mit der Abgrenzung, wenn ich nicht genau sagen kann, was jetzt 15.3. bis 16.4. passiert ist, dann kann ich auch als meinen Betrachtungszeitraum den 1.3. bis 31.3. heranziehen, muss diese Systematik aber dann auch für die weiteren Monate anwenden. Nein, ich habe nur gemeint wegen die Nebeneinkünfte, weil da ist es ja klar, das Kalendermonat. Da würde ich sagen, was besser ist. Oder was darstellbar ist, gell? Genau. Weil das ist ja auch nicht so einfach. Also drum da nur für sich wissen, was man da für Systematik hat und die dann natürlich für alle drei Betrachtungszeiträume gleich anwenden. Mhm. Im Grunde genommen, diese Nebeneinkünfte, wenn das was Regelmäßiges ist, dann deckt sich das ja von den Monaten her. Aber wenn es für manche leichter ist und damit nicht schlechter, kann man eben das normale Kalendermonat nehmen. Zu dem nächsten Punkt ist eben vorher die Frage aufgetaucht, dieses ich bestätige, dass ich von einer wirtschaftlich signifikanten Bedrohung betroffen bin. Gibt es die drei Varianten, betroffen von einem behördlich angeordneten Betretungsverbot. Das betrifft eben hauptsächlich Hotellerie und Gastronomie, weil die wirklich explizit geschlossen wurden. Zweiter Punkt wären laufende Kosten, können nicht mehr gedeckt werden. Oder dritte Variante, Umsatzeinbruch von mindestens 50% vom vergleichbaren Betrachtungszeitraum des Vorjahres. Kontodaten, denke ich, ist auch wieder klar. Und man muss eben bestätigen natürlich, dass man die Richtlinien erfüllt. Die Richtlinien bitte anschauen, entsprechend zur Kenntnis nehmen. Das war es eigentlich. Ja. So. Der Nachrichtentopf hat sich gefüllt. Dann gehen wir. Bei mir steht 21 neue Nachrichten. Aber ich bin noch recht weit oben, ja. Ich bin noch bei 5.22 Uhr. Ach so. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt da mit denen weiter, oder? Ja, du kannst ja die Jagd von unten nach oben gehen. Soll ich das machen? Die untersten sind die aktuellsten, glaube ich. Gut. Ja. Okay, da hat die Sabine. Masseure haben ein Betretungsverbot. Fragezeichen. Nein, Masseurstudio dürft eure Tätigkeit nicht ausüben am Kunden, aber ihr dürft Büroarbeiten verrichten in euren Räumlichkeiten. Das ist der Punkt, deswegen haben wir ein Betretungsverbot. Sabine, bitte korrigier mich, wenn ich falsch liege.
aber ich hätte es mittlerweile so gesehen, dass das wirklich Betretungsverbot, die Lokalitäten sind, die wirklich zugesperrt wurden. Ein paar Fragen. Aber dazu gibt es mittlerweile auch schon YouTube-Videos von der Wirtschaftskammer. Ich muss gestehen, ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich weiß, dass es die alle gibt. Es hat zwar schon Fragen gegeben nach deinen Unterlagen, ob man die irgendwie haben könnte. Das müssen wir dann im Nachgang besprechen. Wie wir da tun. Müssen wir schauen, ob man es eventuell, ob es der Michael Gierkinger eventuell verschicken kann per E-Mail, wenn man ihn fragt oder wie man da am Gescheitern tut, oder? Genau. Wenn am Schluss einfach jeder noch seine E-Mail-Adresse reinschreiben würde in den Chat. Egal ob privat oder öffentlich, oder? Wer es haben will, die Unterlagen, machen wir es so. Das ist gescheit, ja genau. Wer im Chat seine E-Mail einschreibt, der kriegt. Gut. Also in der Gastro kann ich auch Büroarbeiten machen, trotzdem Betretungsverbot. Ja, weil einfach die Gastronomie und Hotellerie reinfallen. Ich leite Workshops. Ich leite Workshops in Hotels, würde aber eigentlich bedeuten, dass du selber kein Hotel betreibst und damit ein Dienstleister bist wie jeder Unternehmensberater und wir haben kein Betretungsverbot. Also würde ich jetzt nicht aus dem Punkt ansehen. Okay, jetzt kommen die E-Mail-Adressen alle. Da. Ja. Scroll wieder nach oben. Genau. Aber die Kunden haben ein Betretungsverbot. Ja, aber man selber nicht. Das ist nicht wirklich der Betrieb von einem Betretungsverbot. Das ist so die Terminologie und so, wie es ich bislang verstanden habe. Die Masseure haben auch Herz haben wir gehabt. Ist die Kur. Super. Also, danke Sabine für das Beantworten. Ich glaube, das meiste haben wir jetzt durch. Familienhärteausgleich. Familienhärteausgleich, ganz ehrlich, habe ich dabei nur aus den Medien gehört, da kann ich euch jetzt nicht viel dazu sagen. Pension gilt als Nebeneinkunft, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Erleichtert das die Einreichung beim Härtefall vor, wenn wir Betretungsverbot haben? Es ist egal, welchen von den drei Punkten ich ankreuze, bin ich berechtigt. 2, 3 Fragen, Freischaffende. Das wäre ich. Ja, und ich habe dann gesehen, dass das da steht privat dabei. Willst du es öffentlich ach so, stellen, ja, also ist mir, ja, ist egal. Ich bin nur für ein paar Musiker, Freunde hier und höre zu und wollte 2, 3 Fragen stellen, die bitte. Eigentlich wahrscheinlich auch andere betreffen. Dieses Selbsteinschätzen von den Einkünften ist insofern ein bisschen komisch. Wir hätten schon die Verträge, die jetzt alle geplatzt sind, aber die kann man nirgends anhängen, oder? Das muss man einfach so nach Selbsteinschätzung. Und genau. Das sind natürlich viele, sicherlich 50% Auslandseinkünfte dabei. Ja. Wie überhaupt bei unserer Steuererklärung ist die Hälfte sind Auslandseinnahmen. Ja, aber steuerpflichtig in Österreich, oder? Ihr macht teilweise. Einkommensteuererklärung genau. In genau, Österreich. Nur in Österreich, aber es sind auch halt Progressionseinkünfte und Auslandseinkünfte, die dann, glaube ich, irgendwie nicht mehr versteuert werden müssen. Mhm. Zählen die dann als Einnahmen? Weil sonst sind ja die Einnahmen bei uns sehr niedrig. Yes. Wie stehen sie im Einkommensteuerbescheid drinnen? Da stehen sie eigentlich gar nicht erst bei den Einkünften, sondern da stehen sie dann weiter unten. Einkünfte unter Progressionsvorbehalt. Genau. Wäre jetzt nach den aktuellen Richtlinien nicht geplant, dass das mit berücksichtigt wird. Die gehen eigentlich wirklich auf die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit zum Beispiel.
Und das wären wirklich dann die inländischen Einnahmen. Nur in Österreich. Aber ihr habt sowieso, würde ich mich mal erkundigen, wie das auch bei euch, ihr habt ja auch einen eigenen Fonds. Ob die euch da irgendwo Sozialversicherungsfonds. Genau. Ja, allerdings sagen die wieder, wir sollen uns an den Härtefonds melden, weil anscheinend das aus einem Topf kommt. Und da glaubt und dort, jetzt, und dort schneller und professioneller bearbeitet wird. Die sind dort in der Künstlersozialversicherung überfordert. Jetzt mit den Massenandrang. Und meine andere Frage wäre, wenn man jetzt, es gibt ja, weil wir wissen, dass wir bis August sicher nicht spielen werden, die Salzburger Festspiele werden wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Und meine Frage ist, manche jobben jetzt daneben, um sich, also sind irgendwo geringfügig angestellt oder so. Wie wird das Nebeneinkommen, wird das quasi 1:1 gegengerechnet? Ja. Das heißt, eigentlich würde man, wenn man zu Hause sitzt und keinen Nebenjob annehmen würde, jetzt als Musiker, würde man, wenn man nur den Härtefonds einreicht, gleich viel rauskriegen? Das kann man nicht sagen, das kommt ja auf die Höhe vom Einkommen drauf an und ich kriege ja bis zu 2000 Euro aus dem Härtefallfonds. Wenn ich jetzt genau, geringfügig 450 Euro verdiene, genau. Dann kriege ich 2000 minus 450. Ja. Und aber sonst, wenn man die 450 nicht verdienen würde, würde man eventuell 2000 bekommen. Das meine ich. Ach das so. Ist eigentlich unlogisch, wenn man daneben jetzt aus der Not jobben geht und dann nur das angerechnet bekommt. Also die Angst davor, dass man durch eigene Arbeit den Zuschuss vermindert, hat was Österreichisches, oder? Aber es ist auch nicht unlogisch, weil es gibt einige, die machen was absolut auch unter ihrer Würde jetzt ist, beziehungsweise nicht ihrer Ausbildung entspricht. Und wenn dann die Regeln so sind, du würdest gleich viel bekommen, wenn du zu Hause sitzt und Geige übst. Das ist, finde ich, aber das Thema haben wir immer. Oder das ist immer so, ist es gescheiter, wenn ich mich arbeitslos melde, kriege ich dann vielleicht mehr, als wenn ich nicht arbeite. Ja, bei uns besteht aber schon die Hoffnung, dass wir irgendwann wieder arbeiten werden in unserem Genre. Also wir sind ja wir sind zwar länger betroffen als die anderen, aber es ist ja nicht so, dass wir bei der anderen Arbeit bleiben werden. Das wäre ja nur eine Überbrückung. Also so wären Studentenjobs sozusagen. Ja. Aber ja, ist leider so. Ja, okay. Und dann hat mir eine Kollegin gesagt, die bei einem letzten Meeting dabei war, dass man diese Einschätzung eher niedrig halten soll von den was ich gar nicht verstehe, von dem, was man einnehmen würde. Naja, sollte man niedrig einschätzen in Phase 1, weil es in Phase 1 natürlich ein Thema war, ob ich dann überhaupt was kriege oder nicht. Jetzt in Phase 2, wenn ich den Zeitraum 1 beantrage, dann ist der ja jetzt schon Vergangenheit. Mhm. Sprich, da kann ich weiß ja, was ich eingenommen habe. Punkt. Genau. Und bei uns ist es auch so, zum Beispiel ein Konzert, das nicht stattgefunden hat am 10. März, aber sicher ausgezahlt wäre bis zum 15. April, kann ich das noch in die erste Phase reintun oder nicht? Weil es ja eigentlich vor der Phase stattgefunden hätte, aber erst während der Phase ausgezahlt wäre. Naja, da sind wir jetzt wieder beim Thema, das wir vorher gehabt haben, Zufluss-Abfluss-Prinzip. Genau, ja. Es fließt zu im Beobachtungszeitraum und entsprechend ist es auch in dem Zeitraum anzusehen. Okay, das heißt, man also müsste selber einschätzen. Nicht dann, wann das Konzert gewesen wäre, sondern wenn die Zahlung stattgefunden hätte. Außer es ändert sich dahingehend noch was,
Das ist bei uns auch ein großes Fragezeichen, aber das ist einmal so die grundsätzliche steuerliche Herangehensweise. Es ist steuerpflichtig im Zeitpunkt ein Zufluss. Okay. Und ich glaube, ihr redet ein bisschen aneinander vorbei, weil es ist so, in der Phase 1 ging es noch um eine Selbsteinschätzung. Ja? Jetzt sind wir in der Phase 2 und du kannst nur mehr nach Phase 2 Regeln beantragen und da ist es immer der Status quo, was ist. Das heißt, du beantragst jetzt für den ersten Monat, der schon abgerechnet ist, und damit musst du mit den tatsächlichen Zahlen arbeiten und nicht mit irgendwelchen Einschätzungen oder was sein hätte können. Und du kannst erst, wenn jetzt dieser nächste Monat vorbei ist, dann wieder für den nächsten Monat beantragen. Das ist der Unterschied zwischen Phase 1 und Phase 2, was wir jetzt haben. Also ja, diese Denke, was sein hätte können, ist bei dem jetzigen Vorgang, so wie es gedacht ist und wie es angelegt ist, völlig weg. Das gibt es gar nicht mehr. Es geht immer nur um die tatsächlichen Zahlen. Aber es geht ja darum, dass man nicht wirklich genau sagen kann, wann wäre dieses oder jenes Konzert bezahlt worden. Es gibt so einen, bei manchen Konzerten weiß ich es ganz genau, auf den Tag genau, wann die Zahlungen kommen. Bei Kamerata-Konzerten ist es so, dass es einen Zeitraum von 2 Wochen gibt. Ob das jetzt in die eine Phase oder in die nächste Phase fällt, das ist eigentlich ein Raten. Aber wenn ich die Phase beantrage, ist sie ja schon vorbei. Darum habe ich ja gesagt, erste Phase, 15. März. Wann es bezahlt worden wäre, aber es ist ja nicht bezahlt worden. Nein, also es geht nicht ums Wäre. Es geht nicht ums Wäre. Es ist vollkommen irrelevant, was dir abgesagt worden ist. Es geht wirklich nur um das Tatsächliche, was hereingekommen ist an Einnahmen und das im Vergleich zu dem, was du im Vorjahr hattest. Und es ist vollkommen irrelevant, was abgesagt worden ist und womit du gerechnet hast. Das fließt in diese Berechnung nicht ein. Ja, leider. Oh. Das ist alles völlig wurscht. Es gibt keinen Nachweis, was dir abgesagt worden ist oder so, sondern es geht tatsächlich nur um deine echten Einkünfte. Im letzten oder vorletzten Jahr? Im letzten rechtskräftigen Steuerbescheid oder im Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Also es ist vollkommen egal, wenn ich dieses Jahr das Doppelte verdient hätte, weil ich letztes Jahr ein Kind bekommen habe, zum Beispiel. Wenn du letztes Jahr ein Kind bekommen hast, das sind genau die Fälle, weswegen sie den Durchrechnungszeitraum auf 3 Jahre erweitert haben. Oder was auch in den Richtlinien so drinsteht, auf 3 Jahre, was vorteilhaft sein kann, wenn man ein Jahr in Karenz war. Okay. Das heißt, was bei den Einnahmen, was schreibt man dann hin? Das berechnen ja sowieso die. Wenn ich nicht schreiben kann, ich hätte die ganzen Verträge jetzt bei mir. Um das, was wirklich war. Wenn du jetzt hergehst und beantragst 16. März bis 15. April, dann weißt du ja schon, was in diesem Zeitraum du eingenommen hast oder nicht eingenommen hast. Das hast du ja schon. Du kannst auf dein Bankkonto schauen und schauen. Und es geht aber gar nicht darum, was ich eingenommen hätte. Nein. Kein Konjunktiv. Nur Fakten. Okay, das ist dann schwierig für uns. Vor allem, wenn die ausländischen Einkünfte gar nicht mit einbezogen werden. Okay, gut, danke. Bitte gerne. Und ja, ich fürchte auch mit Phase 2, dass es noch das eine oder andere Disappointment geben wird. Ich gestehe, ich habe mich am Donnerstag in der Früh mit der Berechnung beschäftigt und dann war ich einmal disappointed. Nein, am Mittwoch in der Früh. Mein Mittwoch war entsprechend dann nicht mehr ganz motiviert, wie sie sonst sind. Wenn ich Phase 1 bekommen habe, gilt das dann als Umsatz für den ersten Betrachtungszeitraum? Nein, es gilt natürlich nicht als Umsatz, wird aber angerechnet. Das heißt, angenommen, ich habe in Phase 1 1.000 Euro gekriegt und kriege in Phase 2 im ersten Beobachtungszeitraum 1.500 Euro, dann werden die 1.000 Euro wieder abgezogen und dann kriege ich noch 500 Euro ausgezahlt. Darf ich dich was fragen? Wie schätzt du das ein, Verena? Wenn ich drauf komme, wenn ich jetzt nach der neuen Richtlinie für Phase 1 noch einmal beantrage und ich kriege weniger als den 1.000er raus und ich beantrage dann einfach erst für den zweiten Betrachtungsmonat, passiert eigentlich auch nichts, oder? Nein, würde ich genauso machen. Ich habe jetzt drum die Klienten noch alle, bin noch nicht ganz durch,
werde heute noch ein bisschen sitzen, aber schauen, wer könnte in Phase 1 momentan einmal mehr Geld kriegen als dann für Phase 2, Monat 1 plus Monat 2. Und dann würde man einfach beide Monate in einem beantragen und dann schaut halt am Schluss noch was raus. An der aber welche, wo ihr jetzt heute gesagt habt, macht es das unbedingt heute noch. Vielleicht schaut am Schluss für die 3 Monate in Summe weniger raus. Dann hat man zumindest mal den 1000. Darf ich kurz sagen, das wäre auch der Vorteil, selbst wenn man einen völlig branchenfremden Job annimmt, das Geld kriegt man vermutlich etwas früher als wie die Beantragungen, die man aus dem Härtefallfonds macht. Also auch das spricht durchaus dafür, in der Zeit, wo man nichts zu tun hat und an sich nützlich zu machen. Sich selbst abzuschließen. Ja, na klar. Sogar die, ja. Ja, nur so. Wobei es mit den Auszahlungen, also Phase 1 waren sie ja jetzt recht flott, dann schauen wir mal, wie jetzt der erste Teil in Phase 2 abläuft. Aber eben ja, man muss Monat für Monat wieder auf sein Geld warten, weil man immer erst nach Ablauf dann diesen Antrag stellen kann. Richtig. Haben wir irgendwas übersehen? Was haben wir denn da noch? Wie ist es, wenn in meinen Kontoeingängen freiberufliche Mitarbeiterinnen bezahlt wurden? Die Eingänge spiegeln ja nicht meine persönlichen Umsätze. Man darf eh die Eingänge immer die Auslagen gegenüberstellen, oder? Ist die unterste Meldung. Danke, das muss ich mir jetzt noch durchdenken. Wie ist es, wenn in meinem Kontoeingang freiberufliche Mitarbeiterinnen? Vielleicht kann ich das kurz erklären. Also ich habe, also du hast Umsätze für andere quasi und na, sie. Na, jetzt zum Beispiel, ich mache Workshops und ich arbeite oft mit Co-Trainern und ich muss natürlich meine Co-Trainer bezahlen. Das heißt, wenn ich jetzt Eingänge habe, bezahle ich von den Eingängen meine Co-Trainer. Ja, das heißt also, wenn jetzt nur die Eingänge zählen und nicht die gegengerechneten Trainerhonorare, dann ist es ja vollkommen anderes Spiel. Ja, aber das wäre ja wirtschaftlich unsinnig, wenn du Auslagen hast. Ja, ja, darum ist die Frage, weil in diesem Antragsformular sehe ich nur meine Einkünfte und ich sehe aber nicht, okay, was ist denn da drinnen in den Umsätzen? Ja, also die Umsätze sind ja nicht nur meine persönlichen Umsätze, dass ich sage, okay, das ist mein Geld, sondern in dem Geld steckt ja auch ein Trainerhonorar drinnen von einem Partner, der mich da mit begleitet hat. Ja, ist leider egal. Du hast den Umsatz, ist dein Eingang. Und ist ja nichts anderes, wenn ich jetzt Mitarbeiter habe. Wenn ich 100.000 Euro Umsatz habe und 110.000 Euro Mitarbeiter zahlen muss, bleibt mir nichts über und kriege die auch nichts. Ja, aber das rechnet ja dann über die Umsatzrentabilität wieder raus. Weil wenn ich viel Umsatz habe, aber dann auch ausgänge, bleibt mir ja auch wenig Gewinn. Nein, aber das Problem ist, dass du ja in der Berechnung immer von deinem Umsatz ausgehst und die Umsatzrentabilität dann nur ein Korrekturfaktor unter Anführungszeichen ist, weil ja davon ausgegangen wird, dass dein Umsatz sinkt und dann wird dein theoretischer Gewinn ermittelt. Du hast ja nicht monatlich einen Gewinn normalerweise, den du schwarz auf weiß hast, ja. Das heißt, in dem Fall von Manfred wäre es sinnvoll, dass deine Co-Trainer einfach direkt abrechnen. Dann kriegst du das nämlich aus deinem Umsatz raus. Ja, das ist natürlich blöd für das, was schon gelaufen ist. Das ist schon gelaufen. Also, ja. Das geht auch gar nicht. Ja, weil Vereinbarungen mit Kunden, mit Firmen und da schließt man keine 2 oder 3 Vereinbarungen, wenn man mehrere Leute beschäftigt. Ja, nein, wir haben ein ganz ähnliches Beispiel, also jemanden eher aus unseren eigenen Reihen, die auch sehr transparent immer mit ihrem Einkommen umgeht und all diese Dinge auf die Website stellt, deswegen haben wir das auch verwenden können, haben wir in den Verhandlungen alles eingebracht und das war dem Finanzministerium alles wurscht. Also die sind echt keinen Tau offensichtlich davon, wie Unternehmerinnen im Projektgeschäft arbeiten. Da war die Frage noch, kann es besser sein, anstelle des Härtefallfonds den Corona-Hilfsfonds zu beantragen, der auch das Unternehmereinkommen berücksichtigen würde? Deswegen war es mein ziemlich erster, nein, der zweite auf meiner Zusammenstellung, es ist beides beantragbar. Es ist kein Entweder-Oder. Das heißt, jetzt kann ich Härtefallfonds Phase 2 beantragen und dann den
Corona-Hilfsfonds und das, was ich schon ausgezahlt gekriegt habe in Phase 2, das wird mir dann angerechnet. Sprich, eben kann es besser sein, nein, im Grunde genommen kann es nur besser sein, jetzt Härtefallfonds beantragen und sich das dann anrechnen lassen. Fragen so ab 5:30. Ich weiß nicht, wie ihr vorhabt, die zu tun. Die Beate Raab-Wenzel hat nur eine Frage nach unregelmäßigen Nebeneinkünften gehabt. Weiter oben. Liebe Beate, magst du das reinsprechen? Ja. Noch lauter? Ich höre dich fast nicht. Leider nicht anders. Ich weiß nicht, jetzt. Jetzt ist gut. Ja, jetzt ist gut. Es geht um zwei Dinge, die ich da reingeschrieben habe. Das eine ist das Thema der Nebeneinkünfte. Wenn man zum Beispiel nebenbei Teilzeitlehrer ist, bekommt man ja nicht jedes Monat gleich viel, weil die Subierungen unterschiedlich sind, weil die Zulagen unterschiedlich sind. Und der Bund zahlt ja Urlaubs- und Weihnachtsgeld alle 3 Monate anteilsweise aus. Ist es voll reinzunehmen? Ist das Grundgehalt reinzunehmen? Wie schaut das aus? Naja, wären wir wieder beim Zufluss-Abfluss-Thema. Das, was dir im jeweiligen Beobachtungszeitraum zugeflossen ist, ist heranzuziehen. Das heißt auch das anteilige Urlaubs- und Weihnachtsgeld? Wenn es dir zufließt. Ja, weil ja. Die zahlen alle 3 Monate sozusagen. Ja. Naja, wenn es jetzt in 3 Monaten zufließen. Und durch das, dass es ja alle 3 Monate ist und du hast ja genau 3 Monate Beobachtungszeitraum, hast du es ja dann in den anderen 2 Monaten nicht. Ja, eher, aber würde ich es normal haben, würde ich es erst im Juni und im Dezember bekommen. Bitte geh ganz nahe zu deinem Mikro. Doch, den 15. Anfang bis Mitte Juni haben wir ja sehr wohl noch in den Betrachtungszeiträumen. Okay. Und die andere Frage war, müssen diese letzten 3 Jahre die veranlagten letzten 3 Jahre sein oder die letzten 3 Kalenderjahre? Veranlagt. Okay. Ihr müsst euch das System einfach so vorstellen, die wollen natürlich eine gewisse Überprüfungsmöglichkeit jetzt haben, so schnell wie möglich. Die rufen sich diese Daten alle von Finanz Online ab, also vom Finanzamt. Und da können sie nur auf was zugreifen, was dort schon aufliegt. Und das sind natürlich Steuerbescheide. Okay. Und die dritte Frage, die ich noch hatte, war, es war ja auch bei der Phase 1 immer die Ansage, dass bis Jahresende eingereicht werden kann. Und seit dieser Woche steht immer dabei, dass es nur mehr bis heute geht. Wird das bei Phase 1? Aber die Phase 1 geht lückenlos in die Phase 2 über. Es ist ein und derselbe Topf. Man kriegt einmal eine Summe X. Okay. Und deswegen kann das zeitlich jetzt und befristet werden. Das wird auf alle Fälle bis Jahresende sein, die Antragsfrist. Ja, also was ist heute schon noch ganz fix und Ding, aber ja, ich meine, wenn es das dann rückwirkend wegtun. Danke. Viele Themen, die irgendwo beim Verfassungsgerichtshof landen werden, wissen wir nicht. Aber ich gehe nicht davon aus. Okay, danke schön. Bitte gerne. Also ich scroll da jetzt zurück, weil irgendwer geschrieben hat, Robin hat noch eine interessante Frage offen und ich schaue und schaue, hat wer. Robin, magst du dich melden? Ich hätte eine Frage von ihm gefunden. Gibt es schon konkrete Informationen zum Nothilfefonds? Genau. Nein. Der ist ja heute vor 2 Wochen wieder angekündigt worden. Der ist ja schon vor 4 Wochen angekündigt worden, dann im Wochenrhythmus immer wieder mal kurz erwähnt worden. Und heute vor 2 Wochen um 12 Uhr gab es eine Pressekonferenz und da ist er dann wieder skizziert worden. Die Eckpunkte, 3 oder eine Quartalsumsatzgrößenordnung als maximale Kreditsumme, maximal, ich glaube, 120 Millionen. Und diese Regelung, dass 25% nicht rückzahlbar sind, 75 Jahre, 5 Jahreslaufzeit, glaube ich, niederverzinst. Da habe ich nichts mehr gehört und das würde mich sehr interessieren. Warst du am Anfang dabei? Seit wann hast du dich eingeschalten heute? Ich bin von Anbeginn an dabei gewesen. Okay. Na, weil da geht es eben darum, ursprünglich hätte das ja beantragbar sein sollen seit vorgestern.
haben es aber jetzt einmal die Frist verschoben auf 1. Mai, weil es einfach auch noch zu wenig Details gibt. Beantragbar ist es bis 31. Dezember und Auszahlung beginnt erst nächstes Jahr. Also drum, wir haben noch jede Menge Zeit und das, was du jetzt eben erwähnt hast mit diesen Überbrückungskrediten, die sind dafür da, bis nächstes Jahr dann dieser Zuschuss dann fließen sollte. Also mir geht es jetzt da nicht um diese Fixkostenzuschussgeschichte, das habe ich schon verstanden, das habe ich auch gehört, sondern da gibt es ja davon abgekoppelt, so habe ich das immer verstanden, die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen in der Größenordnung eines Quartalsumsatzes. Der ist aber nicht gerichtet und gebunden an Fixkosten wie Miete, Versicherung, Lizenzen und dergleichen. Das habe ich schon verstanden, das hast du super erklärt. Jein gebunden. Aber nicht das Gleiche. Jein gebunden. Die Banken wollen halt alle zumindest einen einfachen, kurzfristigen Liquiditätsplan und geben dann in der Regel einfach die Kreditsumme für diesen Quartalsumsatz beziehungsweise meine Quartalsfixkosten. Darf ich was sagen dazu? Ich habe da einen Link reingehaut auf der Website vom Finanzministerium. Gibt es schon Informationen, auch mehrere Richtlinien sind ganz, du musst ganz nach unten scrollen, sind mehrere Richtlinien drinnen, die sich auf diese AWS-Überbrückungskredite beziehen, weil das nämlich die Richtlinien sind, nach denen die AWS sowieso generell vorgehen muss. Und als unterste ist die Verordnung zum Corona-Hilfsfonds drinnen, der die groben Eckpunkte absteckt, also wo die groben Eckpunkte abgesteckt sind. Da steht schon einiges auch drinnen zu dem, was du gefragt hast. Nämlich mit diesen 3 Monatsumsätzen aus den vergangenen Jahren, die da herangezogen werden können und die das Maximum dann darstellen von dem, was du bekommen kannst. Und auf Basis dieser Verordnung sind jetzt die Kreditansuchen bei den Banken zu machen. Das heißt, auf der Website von deiner Hausbank, so wie ich es am Anfang gesagt habe, wo ich bei meiner mal geschaut habe, wo das überhaupt versteckt ist, solltest du dann schon die entsprechenden Antragsmöglichkeiten finden. Also bei mir war es dann, nach langem Suchen habe ich es gefunden und es war auch tatsächlich alles da. Was noch fehlt, sind eben die Umsetzungsrichtlinien zu den Zuschüssen. An denen doktern sie noch herum, da scheint es wieder irgendwo zu klemmen in den Vereinbarungen. Also das ist anscheinend nicht ganz einfach, ist aber deswegen wurscht, weil es die sowieso erst am Jahresende beantragen kannst. Aber wenn du das irgendwie, nennt sie es ABBAG, also Abbaubank irgendwas, heißt das Dokument, das ist das unterste, der unterste Link auf dieser Website, dort findest recht ausführlich zumindest einmal so einen Überblick, dass dich auskennst, um was es da geht. Gut, wir haben jetzt noch 47 Teilnehmer. Gibt es noch wesentliche Fraginnen oder Fragen? Ich hätte noch eine Frage. Also. Gabri Habendorf. Tonlos. Mikrofon. Jetzt müssen wir hören. Ja. Super. Ich möchte noch was zu dem Betretungsverbot sagen, weil du gemeint hast, das Betretungsverbot betrifft uns nicht als Dienstleister, weil es ja nur ein Betretungsverbot für die Kunden ist. Und da habe ich jetzt nochmal nachgelesen auf der Website von der WKO, dass das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten des Handels und von Dienstleistungsunternehmen sowie Freizeit- und Sportbetrieben zum Zwecke des Blablabla behördlich untersagt ist. Das heißt, dass für Werbeagenturen zum Beispiel auch ein Betretungsverbot gilt und dass die Kunden ja nicht beraten werden können. Für mich ist es deswegen wichtig, weil ich mir da leichter tue mit den Nachweisen. Also ich muss dann nicht diese ganzen 50% Einbrüche nachweisen, wenn ich von einem Betretungsverbot betroffen bin. Du musst das ja eh nicht nachweisen. Wie bitte? Du musst es ja jetzt nicht nachweisen, es fragt dich keiner in dem Formular danach. Nach den 50% Einbruch? Ja, du musst es ja nur darlegen. Und ganz ehrlich, es ist jetzt einfach so, du hast sicher Umsatzeinbußen durch Corona. Ob das jetzt die 50% Umsatzeinbußen sind, ob das jetzt ist, dass du deine Fixkosten nicht mehr decken kannst oder ob es am Betretungsverbot liegt,
Das muss ich nicht nachlesen. Es ändert nichts. Nein. Nein. Deswegen habe ich auch, Entschuldigung, Gabi, deswegen habe ich auch zuerst das reingeschrieben von diesen drei Punkten. Das sind Oder-Punkte und keine Und-Punkte. Das sind nämlich genau diese drei Punkte, um die es da gerade gegangen ist. Und wenn du den nimmst, dass du einfach deine Fixkosten nicht mehr decken kannst, der soll es überprüfen. Das ist so wischiwaschi. Also mach einen Hakerl. Eine wichtige Information, weil meine Kollegin sich jetzt eben nicht einreichen traut, weil sie halt da nur 49% Umsatzeinbrüche hat und der Meinung ist, dass, ja, egal. Aber ganz ehrlich, dazu, wir müssen alle ein bisschen in die Zukunft denken. Das ist jetzt einmal auf 3 Monate gedeckelt. Schauen wir mal, ob in den 3 Monaten für alle alles wieder weiterläuft oder ob es dann irgendwie in Summe, wenn ich mir das dann anschaue, vielleicht im Sommer auch noch weniger ist oder so. Also ich finde diese 50%, außer in meiner Branche, ich kann es nicht vertreten, jetzt zu behaupten, dass ich Umsatzeinbußen habe. Schauen wir mal, ob die Honorare gezahlt werden oder nicht, aber das ist dann ein Thema, das sehen wir irgendwann einmal. Aber ansonsten würde ich meinen, haben wohl die meisten diese Umsatzeinbußen. Und du kriegst jetzt nur diese 3 Monate, vielleicht verlängern sie es dann noch. Aber wer sagt denn, dass es bei dir dann ab dem 15. Juni wieder voll weitergeht? Hast dann vielleicht noch 10% Umsatzeinbuße im Juli, weil die Leute dann gerade sparsam sind. Im August machen sie dann Urlaub und in Summe hast du eine 50% im Durchschnitt im Monat. So kann man es vielleicht sich selbst gegenüber gut vertreten. Danke. Der Andreas hat noch gewunken. War deswegen eine Wortmeldung? Ja, das war eigentlich nur, weil ich auch mal was sagen wollte. Nein, es hat sich eigentlich schon wieder in Gedanken übrig. Es ging um die Frage der Möglichkeit der Dotierung von Eingängen, aber das spürt sich ja eh nicht, weil die Finanz sieht das ja eh. Also ich meine, ihr könnt alle gerne umstellen auf Bilanzierung und wir machen ab jetzt nur noch Jahresabschlüsse, dann haben wir ein Sollprinzip. Ja. Das wird es mit dem Honorar und dem bisschen Kriegen jetzt nicht ausgehen. Na, das glaube ich auch nicht. Gut, gibt es noch. Vielleicht jemanden? Kommt dazu noch was. Ganz ehrlich, vielleicht, das ist das Einzige, wo ich sage, das wissen wir halt jetzt nicht. Ich meine, es kommen regelmäßig neue Infos rein. In meinen Augen kann es das so noch nicht gewesen sein, aber ich sitze nicht in der Politik. Was ist mit den ganzen Baubranchen, wo halt jetzt die Umsätze nicht mehr kommen? Wir wissen alle, dass es die erst im Herbst trifft. Was ist eben noch mit Zahlungseingängen, die ich jetzt noch kriege vom März, die ich vielleicht im Mai auch noch kriege für Leistungen, die ich im Februar erbracht habe? Und ich habe dann die ersten großen Einbußen, keine Ahnung, im Juli, im August, im September. Vielleicht kommt noch was. Das sind eben Punkte, wo wir nur sagen können, das ist jetzt unsere Einschätzung. Ja. Ja. Es ist 18.33 Uhr und manche rahmen jetzt schon die Wohnung zusammen, wie man an dem Gerümpel hört. Super. Ich würde mich dann ganz herzlich von euch verabschieden, nicht ohne mich vor allem bei der Verena und bei der Sabine zu bedanken. Sonja applaudiert, Andreas auch. Viele haben sich mit Dank verabschiedet. Gefreut mich total, dass das so gut funktioniert hat und wir versuchen halt, wenn wir das Gefühl haben, dass wir wieder was zu sagen haben, entsprechend einzuladen, oder? Ich habe die E-Mail-Adressen, die im Chat waren, einmal rauskopiert. Super. Und dann redet man auch, wie wir da mit dem Unterlagenversand dann machen. Genau, sehr gut. Okay. In diesem Sinne wünsche auch ich euch allen ein schönes Wochenende und ja, wahrscheinlich geht es dann am Montag los mit den Anträgen. Rechnet bitte wieder mit einer überladenen Seite. Aber genau. Es wird jeder drankommen. Und gesund bleiben. Genau. Allerwichtig. Viert euch. Tschüss. Ciao.